Hellas, liebe Leute, willkommen zu den Spielern mit der durchgenudelt auf der Game Inc. in der Stream und in der Nicht-Stream. Willkommen zu Dark Souls 3. Und wir sind immer noch fleißig dabei, habe ich mir heute gedacht, machen wir einen Boss. Und je nachdem, wie lange das dauern wird, kann es sein, dass wir heute da den ganzen Abend dranhängen. Ich muss noch die Zeit starten, damit ich das nicht vergesse. Kommt rein, sagt Bescheid überall. Lasst mal läuten die Glocken, wer sich das reinziehen will. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich bin sehr dunkel, das heißt, ich muss noch mein Frontlicht hier machen, leider. Zack! Und seit einigen Tagen spielen wir Dark Souls und leider funktioniert hier wieder nichts. Hier, die Uhr will ich gerne, dass angeht. Und mein Plan wird jetzt sein, diesen Gegner erstmal auszuloten und zu lernen. 30 Minuten ab jetzt startet. Ein Phantom holen wir uns natürlich nicht. Und wir werden unser Zeichen direkt da davor setzen. Und versuchen, den kaputt zu hauen. Ja, das sind doch immer zwei. Oder nicht? Boah. Okay. Aber sehr ehrenwert von dir, Kollege, dass du mich nicht angegriffen hast. So. Wir müssen hier oben aber erstmal die hier knapp machen, damit wir hier in Ruhe arbeiten können. Alter. Ein Fehler ist aufgetreten. Nee. Na, immerhin ist er nicht aufgetreten, während ich im Bosskampf war. Na, da danke ich doch. Ich hoffe, mein Spielstand ist jetzt gelöscht. Das Spiel ist einfach abgestürzt. Na, da danke ich doch. Vielen lieben Dank, Dark Souls. Gut, versuchen wir es nochmal. Ich habe auch gemerkt, dass mein Mikrofon furchtbar rauscht. Was natürlich daran liegt, dass es nicht das geilste Mikrofon ist. Vielleicht muss ich... What? Das ist doch Murks hier. Hä? Was geht da ab, liebe Leute? Nee. Ist es jetzt resettet oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, das scheint resettet zu sein. Ah.
Macht nichts, solange es nicht nochmal vorkommt. Alter, das war doch ein Backstep. Ich hab Zeit. Wir können warten. Schicht im Schaden. Ich werde auch mal was fallen lassen. Schön, hab ich schon. Dann setzen wir unser Zeichen mal hier hin. Und dann werden wir bestimmt auch gleich gerufen. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht eine andere Form annehmen sollte, also andere Rüstung anziehen sollte. So, jetzt haben wir 6 Minuten damit verbracht, dass das Spiel abgestürzt ist, aber die hauen wir einfach hinten dran wieder dran. Also geht die Folge jetzt einfach ein bisschen länger, würde ich sagen. Gehen wir mal auch auf Twitter. Zack. Und sagen auch mal auf Twitter Bescheid. Weil sonst guckt das hier nicht. Hallo Leute. Okay. Let's go. Aber wir haben alle das gleiche, merke ich gerade. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen in dem Leben investiert, damit das ein bisschen geiler ist. Na super. Und ich habe Mitteilungen. Achso. Und wenn uns das jetzt wahrscheinlich viele Folgen kosten wird, dieser Endgegner, ich möchte den eigentlich heute schaffen. Ich kann auch hier hinten mal das Licht ausmachen. Wir müssen ein bisschen Strom sparen. Zack. Ah, wenn wir schon so viele... Hui! Ui, ui, ui. Alter! Ja, ganz genau. Ich wollte mich eigentlich nicht auflegen, aber der legt mich gerade schon tierisch wieder auf. Alter. Den ganzen Tag kann der das machen. Ich finde es scheiße, dass die Gegner hier... Entweder haben die unendlich viel Ausdauer oder viel zu viel. Ich meine, der erste Schlag macht mein Schild weg. Und dann die nächsten 4 Schläge killen mich. Trotz, dass ich jetzt wirklich gut Ausdauer habe. Aber das ist auch scheiße. Und schauen wir mal, ob wir heute mal auf 20 Zuschauer kommen. Das Dark Souls irgendwie niemand interessieren scheint. Wenn ich irgendeinen Scheiß spiele... Komm, hier ist noch einer. Wo ist der? Ah ja. Dummer Wichser, Mann.
zieht ihr euch mal da nach hinten. Ist doch kacke, Mann. Oh, das ist aber nicht schön gemacht. Oder soll das so? Die Texturen, hier der Übergang, ist nicht so nice. Oder fehlen hier wieder Texturen? Das wirkt gerade sehr matschig. Im Gegensatz zu rechts. Die da vergessen, die Details hochzuschrauben. So, stellen wir uns hier mal hin. We try and hope we won't fail. Ja, das ist schön. Das ist schön. Kriegerrundschild. Hey. Man holt sich hier echt zwei Leute. Also, wenn den irgendjemand besiegen kann, alleine, großen Respekt. Also das ist ja wirklich ein Endgegner, wo ich mir denke, okay, da sehe ich überhaupt keinen Stich. Ja, nervt dich das? Nervt das hier kaputt? Am besten gegen den kämpft. Kuchenkasper, du bist doch da schon wieder längst durch. Du bist doch schon in Arno Londo, also musst du den doch schon besiegt haben. Das gibt's doch nicht. Das ist ja mehr als nur heftig. So. Das war ja super intelligent. Na komm schon. Welchen Tipp hast du denn, Kuchenkasper, den ich nicht hören will? Such den anderen Gegner. Level, grinde. Grinde bis du Level 100 bist. Oder was soll der Tipp sein? Ansonsten gucke ich einfach auf YouTube in der Pause. Oder ist es ein Tipp von, ja, greif an.
Weiß ich auch nicht. Hab irgendwann geguckt. Entweder immer links rum oder rechts rum, ja? Als welche Richtung aus kann ich dich nicht sagen. Hast du es dann alleine geschafft, ist die Frage. Das würde mich interessieren. Hast du es geschafft, alleine den zu besiegen? Also ohne Hilfe. Dann mal Respekt, Kuchen Kaspar, für das, dass du die alle alleine besiegt hast. Wie lange hast du denn für den gebraucht dann? Also ich meine, aber du bist ein sehr guter Dark Souls-Spieler, der hier auch einen Speedrun nach einer Woche hinlegt. Blind. Also mit verbundenen Augen. Ich dachte immer, ich bin eigentlich relativ gut. Aber wenn ich mir so nachblickend angucke, ich bin einfach ein total schlechter Dark Souls-Spieler. Ich spiele es einfach nur gerne. Und krieg einfach nur hart auf die Nüsse. Ich meine, es gibt's doch nicht, dass ich da niemanden rankomme. Mich nervt es auch, mir immer Hilfe holen zu müssen. Ich selber nicht hinkrieg. Ach ja, für den Boss hast du auch gut Versuche gebraucht. Also so zwei. Ich meine, das ist jetzt mal unfilterbar. Jetzt das fünfte, sechste Mal. Trotz Hilfe. Den Anfang würde ich sagen, den kriegt man noch nicht. Aber das ist halt auch der prügelt ja auch von einem ein.
ist ja gerade einfach durch mit Zeug, ja. Alles ist abartig. 4 Leute gucken zu. Eigentlich kann ich den Stream auch abbrechen. Das ist ja lachhaft. Was ist denn das? Die Zeit ist es nicht. Sonst gucken doch auch immer 20 zu, oder? Mittlerweile habe ich mich tot gelaufen. Dark Souls ist gut wiederhergestellt. Dann versuche ich das doch nochmal. Hoffentlich habe ich keine Pfeifen hier. Aber dass man nur 2, ich dachte immer, man kann mehr. Der sieht aus, als könnte er was. Schwarzhand, Gotthard. Das müsste ein Deutscher sein. Durch mein Schwert habe ich... Hä? Cool, ja. Durch mein Schwert. Na. Cool. Wieso habe ich das jetzt bekommen? Durch das Rufen oder was? Ach ja, wenn ich die Zuschauer zusammen sehe, werde ich auch ganz traurig. Wieso kommt denn da jetzt niemand? Zehn Flaggons, das ist gut. 12 Minuten Zeit für die Runde, das heißt, wenn das jetzt eine gute Runde wird, passt das. Zed, Zed. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so hässlich aussieht. Aber ein schönes Rot hätte mir da besser gefallen. Gespannt. Oh! Und das? Aber der...
Okay, krass. Hohepriester Salvian. Da bedanken wir uns. Das war gut. Okay. Gewusst wie, aber auch. Gewusst wie. Dann entzünden wir das Feuer. Steigen auf. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so schnell geht. Aber alleine. Ja, mit ein bisschen Glück. Oder mit sehr viel Glück. Und halbwegs. Ich komme auch irgendwie wieder weg. Kann ich mir das auch vorstellen. Very well. Then touch Hignar. Ich meine, die Bosse geben mal so genügend Seelen, dass ich auch mal aufsteigen kann. Immerhin einmal. So, können wir die Seelen wenigstens noch anders loswerden. Hier vielleicht ein bisschen Shit kaufen. Eine Krone. Warum sollte ich mir das kaufen? Kaufen uns doch mal das. Achso, ich habe da noch so eine Asche hier. Ah, how. Schattenasche hergeben. Gracious let I only. Hat sie jetzt irgendwas Neues im Angebot? Nee. Da fällt mir ein, heute an diesem wunderschönen Samstag kommt auch die Komplettlösung, die ich habe. Was mich sehr freut. Da kann ich dann auch mal für meinen zweiten Run ein bisschen stöbern und alles komplettieren, was ich so habe. Kann ich vielleicht auch meine Waffe verstärken noch? Das Ding hier zum Beispiel. Nee, kann ich nicht. Schade. Keine große Titanitscherbe, habe ich alle verbraucht tatsächlich. Pretty, be careful. Okay. Dann mal weiter Gefreiter. Und vielleicht schaffen wir es jetzt noch nach Arnor Londo. Ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Ich weiß nur, dass ich durch diese Karte hinkomme. Oh, Katus Krummschwert. Ich bin halt ein ganz schlimmer Waffensammler. Ich ziehe meine ganze Motivation in dieses Spiel mit dem Kämpfen verschiedenster Waffen, dabei cool aussehen und das Sammeln dieser. Daraus ziehe ich eigentlich meinen Spielspaß. Und alles andere ist nur der Weg dorthin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Truhe wäre auch mal nett. Wir haben sehr wenig Truhen hier. Funkeltitanit! Wenigstens eins. Oh, das ist... zur Hölle sind wir hier? Gehen wir mal hier lang. Ich verstehe. Da oben ist was. Da sind Riesen. Hm.
Who are you? And what would you do with me? I won't stop it. I'm just running. Welches Business habt ihr mit mir? Ich tat euch nichts. Und nun schießen sie auf mich. Obwohl ich doch nichts tue. Lasst mich doch in der Ruhe. Rannte er voll Verdruss in sein Unheil rein. Was tat ich euch? So fragte er. Alter! Verstehe. So weiß ich, wo ich bin. So, alles klar. Okay. War hier schon immer so ein Aufgang? Also, ich weiß, da war natürlich kein Aufgang. Weiß, dass es hier weiterging. Das ist natürlich schön. Aber so sah das nicht aus, oder? Ich habe das doch relativ präsent. Oder soll das soll doch die Stelle sein aus dem ersten Teil. Mal gespannt. Vorrichtung bewegt sich nicht. Wieso das denn nicht? Alles klar. Falsche Richtung. Ja. Sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Ich meine, da hinten sollte dann das Schloss sein und alles. Hat sich Anna Londo teleportiert? Ich komme mir gerade, das sieht mir sehr Anna Londo-esque aus. Als hätten sie einfach den Bereich genommen und irgendwo neu reingesetzt. Und das hat auch mit dem normalen Anna Londo nichts zu tun. Ich meine, hier fehlt die Kirche an der Seite. Ist schon ein bisschen strange, findet ihr nicht? Weil das hier ist dann halt wieder 1:1 Anno London. Okay. So, liebe Leute, die Folge ist fast vorbei. Wir machen kurz Werbung. Und wir sind in Anno Londo, Anführungszeichen. Auch wenn ich ein bisschen ernüchtert bin, dass es halt nicht irgendwie zusammenhängt. Vielleicht kann mir das jemand von euch erklären.
Da klingen die Glocken. Und wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Unterbrechung.